Oder was geht? Herzlich willkommen zu einem Stahlwerk auf meinem Kanal. Heute HSV Stuttgart Relegation. Es ist Hinspiel in Stuttgart. Wir haben 11 Uhr, ich gehe jetzt los zu meinem PC. Aber heute nur ein kleiner Stadionvlog, weil ich im Stadion nicht so viel filmen werde. Bis auf wahrscheinlich relativ so gut wie gar nicht, nur ein paar Clips. Ich bin angespannt, habe keinen Bock mehr. Ich bin wirklich todesgebrochen. Ganz kurz, Flo ist auch sehr aktiv auf Twitter, lasst gerne auch ein Follow auf Twitter da, du kannst dort alles zum Thema HSV, den Fußball oder Privates von Flo lesen, wäre sehr cool, wenn wir dort die 200 Follower schaffen. In meinem ganzen Leben, sagen wir mal so, mein ganzes Leben habe ich noch nie solche Emotionen gespürt, ich habe mich noch nie so leer gefühlt nach Spielen. Und ja, mal gucken, was heute kommt, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns später. Digga, erstmal eine saftige zum Frühstück Currywurst mit Pommes. Bin unterwegs wegen dir, lauf die paar Meter zu Fuß. Scheiß auf den Bus, denn sitzen werde ich auf der Reise noch genug. Komm am Treffpunkt an, begrüß die Jungs wie jedes Mal. Wichtiger Tag für uns, ich merke, es ist jeder da. Abfahrt, alle in schwarz und zivil, unerkannt in die Stadt. Wieder mal unser Ziel, Beamte, die es glauben, aber die Szene kundig sind. So, Freunde, in Stuttgart angekommen, auf dem Weg zum Stadion. Geisteskrank heiß, 25 Grad im Wiedergang. Gut gecheckt. Outfit sitzt heute alle im Blau. Motto, ich hab viele gesehen in anderen Farben, aber egal. Relativ viel Lampen zum Eingang. Ich bin bereit. Wir gehen rein. Wir sind zum Start. Wir wollten uns ausleben, unsere Freiheit war der Preis. Wollten aufdrehen, abgehen, ausleben, was wir sind. Ihr spielt uns wie Tiere. So, Freunde, haben wir noch was zu essen und trinken geholt. Haben noch eine Stunde bis zum Anpfiff. Stadion zum Arsch der Welt. Geisteskrank heiß. Ich bin eine halbe Stunde mindestens hingelatscht. Zum Arsch der Welt. Meine Aussicht ist aber gut, aber irgendwie auch komisch, das Stadion gebaut, egal. Mal gucken, in einer Stunde geht's los, Digga. Langsam ein bisschen angespannt, ja. Da kann man sich ausmalen. Thank you.
niemals, niemals war das eine Strafe. Niemals. Fick mich aus. Halbzeit, Freunde. Oh, was war das für ein Spiel? Geisteskrank. Bis jetzt, ich muss sogar sagen, es geht echt klar, die halten gut gegen und so. Wir haben auch vorne gute Chancen gehabt, so ist es nicht. Wir haben auch einen Elfmeter gehabt und haben wir gehalten. Und Glück gehabt, weil von daher hat uns auch ein paar Mal wieder den Arsch gerettet. Beim 1-0 oder 2-0 komme ich klar. Dann nehme ich noch mit. Jetzt ist es noch machbar, das Ding ist dann noch nicht vorbei. Und dann hat man zu Hause immer noch Hoffnung. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so, wenn man 1-0, 2-0, zwei Tore kannst du immer machen, ein Tor kannst du immer machen. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass wir in diesem Spiel irgendwie noch ein Tor schaffen. Weil wir hatten schon gute Chancen, aber irgendwas hat dann gefehlt. Bisschen Glück oder so. Aber hoffnungslos ist der Fall nicht. Die Jungs spielen jetzt nicht scheiße. Da ist noch was drin. Erst 0-1. Hätten mehr stehen können, steht es aber nicht. Steht 0-1. Zweite Halbzeit maximal. Man sollte jetzt immer nicht so sagen, wir nehmen noch ein Ding mit. Ich will auch am besten, dass wir das Ding noch drehen und wenn noch ein Unentschieden rausholen oder einen Sieg. Wird aber sehr schwer. 0-1 würde ich auch noch mitnehmen auf jeden Fall. Wäre jetzt kein Drama. Aber ich sag, wir spielen 1-1 oder so. Wir machen auf jeden Fall noch ein Tor. Hoffe ich. Freunde, wir haben 4 Uhr nachts, ich chill jetzt am Frankfurt Hauptbahnhof, ich warte auf meinen scheiß beschissenen Zug, Digga. Ich bin 8:30 Uhr, nee, ich bin 9 Uhr wieder in Hamburg, heißt 9 Stunden Fahrt insgesamt, mit 2 Stunden Warten halt hier in Frankfurt. 4 Uhr haben wir jetzt, ich bin jetzt nicht an den Vlog, Digga, und dann sehen wir uns demnächst wieder, meine Stimme ist komplett fit, mein Hals ist komplett tot. Jetzt noch schön und arbeiten, Digga, mal gucken, ob ich in die Schule wirklich gehe, ne? Aber ich denke schon, geisteskrank, haut rein, ciao.